Manfred Schmidt, Gratulation. 2:1, sehr knappes Spiel, glückliches Ende für euch. Was sind deine Gedanken zu dem Spiel? Erstmal vielen Dank. Ja, einmal richtig stolz auf die Jungs. Ich glaube, wir haben schon bessere Spiele verloren. Heute waren wir nicht unglücklich, dass wir dieses Spiel auf unsere Seite gerissen haben. Wir haben praktisch mit dem Anstoß des 1:0 gemacht, das was da eigentlich Sicherheit geben sollte, haben es dann verabsäumt, da nachzulegen, das zweite Tor vielleicht zu machen. Ja, das Passspiel war ungenau nach vorne rein. Du hast irgendwo gemerkt, dass die Mannschaft gehemmt ist, dass sie Angst hat, da irgendwas zu verlieren. Es war heute sehr, sehr viel Druck zu spüren für die Jungs und deswegen sind wir überglücklich, dass wir das Spiel noch gewonnen haben durch die Einwechslungen von Dominik Fietz, Kelleisch, auch Vucic und besonders De Marco. Bin ich sehr, sehr glücklich für die Jungs und freut mich sehr, dass wir das noch gedreht haben. Du hast gesagt, bessere Ausgangssituation kann es gar nicht geben mit dem 1:0 von Start weg. War es dann, glaubst du, der Druck auch ein bisschen, dass ihr das nicht ruhiger fertig spielen habt können? Ja, auf jeden Fall. Also erstens mal muss ich Klagenfurt ein Kompliment machen. Es ist jedes Spiel so, dass die extrem schwer zu bespielen sind. Die sind zweikampfstark, die haben vorne extrem gute Spieler drinnen. Da wird ja jedes Mal alles abverlangt, aber wir haben heute nicht das gespielt, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben gut begonnen, wir haben gewisse Räume angelaufen und gespielt von hinten raus, es hat gut funktioniert. Aber nach dem 1:0 habe ich das Gefühl gehabt, jeder Ball geht zurück, jeder Blick geht zurück. Die Spieler waren gehemmt, die waren ängstlich und haben eigentlich nicht mehr das umgesetzt, was wir uns vorgestellt haben. Ihr seid jetzt zumindest Vierter, egal was letzte Runde passiert, ihr seid jetzt aktuell auf dem dritten Platz. Lasst ihr euch das noch nehmen? Ja, so wie ich gesagt habe, zwei richtige Scheißjahre. Nein, also auf keinen Fall. Also wir werden alles unternehmen. Wir freuen uns jetzt auf ein richtig geiles Endspiel in Wien. Wir hoffen auf unsere Fans, die unterstützen das, wie man heute wieder gesehen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, die Hütte ist voll und die Hütte brennt. Und das haben sich die Jungs verdient heuer. Und wir haben dort ein richtig schönes Fest und feiern diesen Erfolg.